Oh fuck. Oh. Okay. Oh. So, wohin geht's heute? Heute geht's zur kalten Herberge. Haben wir eine coole Runde. Mal sehen. Wird für Ansgar nur eine kleine Trainingsrunde. Naja, wir werden sehen. Und vor allem geht's noch zum Kloster Eberbach. Da freuen wir uns drauf. Genau. Los geht's. So, jetzt sind wir hier am Chausseehaus. Und der Chris kommt auch noch hinterher gejapst. Moment. Da ist er. Besser spät als nie. So, machen wir gleich weiter? Ja. Na dann. Aber richtig gut, die Steigung war gut, 19% hatten wir zwischendurch und es fängt sanft an und man denkt auch, ja, ist ja gar nicht so schwer und hinter der Kurve versteckt sich dann das wahre Übel. Jetzt sind wir ja oben. So, jetzt sind wir an der Mapper Schanze. Schon schön hier. Thank you.
So, jetzt sind wir hier an der kalten Herberge angekommen, am höchsten Punkt der Tour und gleichzeitig höchster Berg des Rheingaus. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Naja, vielleicht geht's auch nochmal runter und dann wieder bergauf, aber grundsätzlich geht's hauptsächlich bergab. Ab jetzt. Sau anstrengend war es gewesen bis hierhin, aber ich glaube, der Ausblick, der rentiert, hat sich gelohnt. Und immer weiter. Jetzt freuen wir uns noch auf die Abfahrt. Die Abfahrt und die Hallgartener Zange und das Kloster Eberbach. Und vielleicht finden wir zwischendrin noch einen Bäcker. Mal sehen. Oh, fuck. Okay. Oh Gott, ich bin zu alt für den Scheiß. Man hat hier einen gigantischen Blick eben noch auf den Rhein gehabt auch. Kloster Eberbach. Geil. Ach krass. So schnell. Siehst du mal. Und schon sind wir am Kloster Eberbach. Krass, krass. Das war eigentlich eine geile Abfahrt. So, wir wollten jetzt eigentlich ins Kloster Eberbach. Aber leider ist es heute gesperrt, geschlossen. Warum, Chris? Es wird Bares für Rares gedreht. Bares für Rares. Ja, genau.
Whatever. Jedenfalls dürfen wir nicht rein. Schade, schade. Jetzt geht's nach Kittrich und zum Rhein. So, jetzt geht's in die herrlichen Weinberge hier rein. Und man merkt auch, dass das viel wärmer ist als da oben auf dem Berg. Hier ist richtig warm. Jetzt haben wir einen Kittrich. Oh Chris, sag nochmal, was das hier gekostet hat. Das Ganze jetzt hier. 2 Bier, ein bisschen Spundekäse, 2 Brezel, 22 Euro. Fast Schweizer Verhältnisse. Das ist echt absurd. Aber schön ist es hier. Ja, man sieht's gut. Bisschen. Direkt am Rhein. Da und wie war's? Also es war mega cool, hat voll Bock gemacht. Jetzt die Tour am Ende, nochmal die lange Gerade am Rhein, haben wir ordentlich Stoff gegeben, hat Spaß gemacht. Und wie viel war es jetzt am Ende? Hast du geguckt? Ich glaube um die 53 Kilometer? 53 vielleicht, ungefähr 1000 Höhenmeter, war schon ganz ordentlich und eine schöne Tour. Jetzt erstmal duschen und dann die Familie zusammen sammeln.